Hast du schon mal ewig auf eine leere PowerPoint-Folie gestarrt und gedacht, okay, wo fange ich überhaupt an? Da bist du nicht allein. Die harte Wahrheit, viele Präsentationen bringen einfach gar nichts, egal wie viel Mühe du dir gibst, weil der Aufbau nicht stimmt. Aber gute Nachrichten, heute zeige ich dir, wie du Präsentationen baust, die nicht nur schick aussehen, sondern wirklich überzeugen. Ich bin Jenny von HubSpot und ich habe ein paar richtig gute Tricks für deine nächste Präsentation dabei, inklusive KI-Tipps, die dir beim Aufbau richtig Zeit sparen können. Und mal ganz ehrlich, beim Erstellen kommen immer wieder die gleichen Fragen hoch. Wo fängt man überhaupt an? Was ist wirklich wichtig? Und wie kriege ich das so hin, dass es nicht nach Schulprojekt aussieht? Wenn du dich da wiedererkennst, keine Sorge, du bist hier genau richtig. Am Ende hast du ein komplettes Framework, mit dem du starke Präsentationen erstellst, ob für eine neue Strategie, Kampagnenergebnisse oder einfach für dein LinkedIn-Profil. Und bleib unbedingt bis zum Schluss. Es gibt einen Bonustipp, der mir wirklich Stunden spart. Wenn du direkt loslegen willst, dann check mal unsere kostenlosen PowerPoint-Vorlagen in der Beschreibung. Die geben dir einen professionellen Start. Der größte Fehler: viele starten mit den Farben, mit den Folienlayouts, mit den Logos, aber nicht mit dem, worum es eigentlich geht: der Idee, der Story, dem Hintergrund. Starte lieber mit einem glasklaren Arbeitstitel und deinen wichtigsten Aussagen. Das kann auch erstmal ein ganz hässlicher Titel sein. Die Hauptsache ist, der Titel ist aussagekräftig. Also nicht sowas wie Content Marketing, sondern zum Beispiel, wie wir mit Content Marketing den ROI um 30% gesteigert haben. Dann notiere dir deine Kernbotschaften und denk an dein Publikum. Was wissen die schon? Was kannst du ihnen Neues bieten? Und was catcht sie wirklich? Ein KI-Tipp: hol dir Hilfe bei der Struktur. ChatGPT oder Claude liefern dir zum Beispiel 5 präzise Titelvorschläge, wenn du sagst, erstelle 5 konkrete Titel für eine Präsentation über das Thema X für die Zielgruppe Y. Wenn du bis hierhin was mitnehmen konntest, dann klick gerne auf Like, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du keine neuen Tipps mehr. Und jetzt geht's weiter. Zahlen sind wichtig, klar. Aber mal ganz ehrlich, Zahlen allein überzeugen niemanden. Wenn du willst, dass deine Marketingpräsentation wirklich hängen bleibt, brauchst du eine Story. Deine Folien sollten eine fesselnde Geschichte erzählen, die auf emotionaler Ebene wirkt. Etwas, was Zahlen allein einfach nicht erreichen können. Die beste Präsentation ist kein reines Infofeuerwerk. Sie nimmt dein Publikum mit auf eine Reise. Hier noch ein KI-Tipp: lass ChatGPT oder Claude deine Daten in Storyform bringen. Zum Beispiel wandle diese Zahlen in eine Drei-Akt-Geschichte um. Problem, Lösung, Ergebnis. Das macht nicht nur die Präsentation spannender, du bleibst auch als Person viel besser im Kopf. Okay, die Story steht, aber jetzt brauchst du auch Beweise. Und das sind Daten. Aber bitte keine Statistiken einfach wahllos auf deine Folien klatschen. Deine Daten sollen deine Story unterstützen, nicht überfordern. Achte auf klare Quellen, verständliche Charts und vor allem keine Folien mit 27 Balken in 12 Farben. Hier noch ein KI-Tipp: Tools wie Beautiful AI, ChatGPT oder Claude helfen dir, aus deinen Zahlen starke Visuals zu bauen. Versuche, erstelle ein Balkendiagramm für diese Konversionsraten mit den folgenden Markenfarben. Und ja, bleib bei deinen Brandfarben und deinem Style Guide. Sonst sieht es schnell nach Clipart-Zirkus aus. Dein Inhalt ist ready, jetzt kommt der Aufbau deiner Präsentation. PowerPoint und Google Slides haben heute schon KI eingebaut, die dir aus deinem Text direkt knackige Slides baut. Super hilfreich. Aber egal wie, drei Dinge brauchst du trotzdem noch für eine starke Präsentation. Einen starken Einstieg. Die Leute entscheiden in der ersten Minute, ob sie dir zuhören oder ob sie abschalten. Ein Beispiel: hebt mal die Hand, wenn ihr schon mal von einem Core-Update betroffen wart. Boom, da sind sofort alle dabei. Kurze, klare Sprache. Folien sollen dich unterstützen, nicht ersetzen. Maximal 6 Wörter pro Zeile, 6 Zeilen pro Slide. Den Rest erklärst du selbst. Klares Ende. Schließ stark ab. Was soll dein Publikum tun? Die Website checken, eine Strategie umsetzen, dein Tool ausprobieren? Sag es direkt. Noch ein KI-Tipp: wenn du der KI sagst, wer dein Publikum ist und was du erreichen willst, kriegst du maßgeschneiderte Einstiege und Call to Actions. So, hier kommt das versprochene Extra. Und ich sag's dir, das spart dir richtig viel Zeit und Nerven. Wenn du beim Präsentationsstart immer wieder auf diese leere Slide glotzt und einfach nichts passiert, probier's mal so. Nutze KI für den allerersten Entwurf. Ernsthaft. Tools wie Slides AI, Beautiful AI oder sogar ChatGPT können dir in PowerPoint aus deinen Notizen strukturierte Slides bauen, Bilder und Grafiken vorschlagen, das Layout optimieren
oder Designs direkt an deine Brand anpassen. Das spart dir nicht nur Zeit, sondern gibt dir direkt eine richtig solide Basis. Und ehrlich, das fühlt sich einfach richtig gut an. So, jetzt hast du alles, was du brauchst, um Präsentationen zu bauen, die nicht nur hübsch sind, sondern auch wirklich was bringen. Wenn dir das geholfen hat, lass gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke für mehr Marketing-Tipps wie diesen. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein bester Präsentationstipp? Schreib's in die Kommentare, ich bin super gespannt. Ich bin Jennifer von HubSpot und wir sehen uns im nächsten Video.